English subtitle. Push the subtitle button. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Hier mein Intro-Tierchen, der kleine Stinker, glaube ich ein Erdmännchen, der mich jetzt probiert zu beißen hier. Also ihr erkennt's, wir machen hier eine neue Folge. Der ist mächtig am Schimpfen, ich hoffe, der beißt mich jetzt nicht. Also ihr erkennt's, wir sind hier nicht in Deutschland. Solche verrückten Sachen gibt es nur in einem Ort auf dieser Welt und das ist in Japan. Wir sind auf der Japan Reptile Show. Und der Kerl hier ist ganz niedlich, er stinkt ein klein bisschen, aber echt ein niedlicher Kerl. Und hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Bei uns aktuell fast nicht zu kriegen, aber hier stehen sie gleich türmeweise, die Tannenzapfenechsen. Natürlich jede Menge Turtles. Wenn ich hier nicht laufend gegen das Bild rammeln würde, dann wäre das auch ein wenig besser. Hier haben wir ein paar schöne Corallus, Caninus. Chamäleons natürlich. Bin nicht der Chamäleon Insider, aber ich denke, das sind irgendwelche Pardalis hier. Aber recht schön gemacht hier mit den Chamäleons, also vom Behältnis her denke ich, ist das auf jeden Fall okay. Hier haben wir einen Jacksoni, der seine Hörner rausstreckt. Leider wirklich sehr schwer zu halten, diese Jacksonis, so schön wie sie sind. Hier ein paar richtige Brocken. Jetzt hoffe ich, blamiere ich mich nicht, wenn ich sage, das sind Hühnellis. Glaube ich zumindest, somit die größten Chamäleons. Hier unten die Jacksoni Kinderstube. Also habe gerade nachgefragt, diese Jacksonis, hat mir die Dame gesagt, wären alle captive born. Natürlich nicht schlecht. Hier ein bisschen die Amphibien-Ecke. Hier der M&S-Stand, beziehungsweise in dem Fall Dizzy Point. Dizzy Point ist mein Partner hier in Japan. Es ist nicht mehr erlaubt, dass Ausländer hier selber Tiere verkaufen. So, hier mit meinem Showliebling, ein Rhino Iguana. Richtig stattliches Exemplar. Er macht auch schöne Geräusche. Tell me something. Ja, das ist hier von Woodbell. Ja, richtig schöner, ausgewachsener. It's a male, of course. Huh? It's a male. This is a male. Male, yeah. And it's a
Is which one? The Reno? It's this is Lino from USA. Original. Uh-huh. Nubila? No, it's what's the scientific name? It's not Nubila, it's you remember the scientific name now? Also mir fällt auch nicht ein, aber mir fällt auch noch ein. Mir blenden es unten ein. Scientific, wissenschaftlicher Name. Super schöner Kerl, definitiv der für mich der Liebling der Show und besser wie die ganzen Säugetiere. Thank you. So, die Dame hier hat ihr Tierchen auf dem Rücken dabei. Excuse me. Okay, can I film? Okay. Huh? Sie trägt hier, ich weiß gar nicht, was es ist, ich glaube ein Slow Lorry. Ah ja, ein Slow Lorry trägt die hier spazieren. Scheinbar ist er noch nicht ganz stubenrein, der Kollege. Deswegen hat er eine Windel an. Die Dame hat auch noch einen Kinderwagen dabei. Allerdings nicht wie bei uns in Deutschland, dass ein Kind drin lägt, sondern... weiß nicht. Ich glaube, ein Nasenbär oder sowas. Okay. Arigato. So, erster Tag der Börse ist rum. Wir sind am Abendessen. Und was ist ein anständiger Terrarianer, zu dem er noch in Japan ist? Guckt hier auf den Teller. Was isst man da? Ich denke, ich muss nicht weiter erklären, was man in Japan als anständiger Terrarianer ist, oder? Das Ganze natürlich anständigerweise mit Chopstick. Ja. Schmeckt richtig gut. Ein bisschen nach Fisch. Aber da das einfach nur ganz ordinärer Aal ist und so ein Aal einfach nach Fisch schmeckt, ist ja klar, dass der Aal nach Fisch schmeckt. Ne? Und falls jetzt irgendjemand gedacht hat, ich esse irgendwas anderes wie irgend so einen alten Aal, der hat sich ganz schwer getäuscht, weil ich würde nichts anderes essen. Das zeige ich euch nur kurz, unsere Gesellschaft hier. Hier drüben, hier unser Freund aus China ganz links. Sie sagt... How you say? Lecker, sagt sie. Da drüben das Mädel in Blau, das kennen wir schon von der Einleitung. Hier Sudo from DC Point, Big Boss of the Party. Ah, ist okay. Hier mein Translator. Hier haben wir wieder unser Subtitle-Mädel. Heute mit neuem Outfit, heute ein bisschen mehr, noch mehr fancy. Hier ein paar große Sulcatas. Hier geht's weiter, das Weißbüscheläffchen heißen die, glaube ich, auf der Schulter. Okay, thank you. Hier haben wir die Igel-Ansammlung hier. Es hat wirklich sehr viel Wasserschildkröten hier. Das hat in Japan viel Kultur, also ich würde sagen, so von allen Reptilien ist Wasserschildkröten sind die am meist verbreitetsten oder der größte Markt sozusagen für Wasserschildkröten hier in Japan. Und direkt nebendran die Äffchen, die Papageien. Der begrüßt den Tag hier oben.
Da unten sitzen die Eulen auf dem Pfosten. Und direkt neben den Eulen sind die Ratten. Ja? Also ich kann mir vorstellen, auch ganz schön hart für die Eule hier den ganzen Tag neben Futter zu stehen. Ja, und drüber die wieder die Äffchen. Und wie jedes Jahr dazu meine Meinung, dass ich einfach keine Meinung dazu abgeben will, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, hier Affen zu verkaufen oder Eulen anzubieten oder die Vögel im Käfig, da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden. Da äußere ich mich einfach gar nicht dazu, weil es keinen Sinn macht, dass ich jetzt hier auch das Diskutieren anfange. Der Kollege hier ist wohl neugierig auf meine Kamera, freut sich über ein bisschen Abwechslung hier. Hinten dran das Stofftier ist natürlich auch nicht schlecht. Ihr seht mich hier hinter Gittern. Da will ich euch eine kleine, in Anführungsstrich, witzige Anekdote erzählen. Mein Japan-Trip hier hat nämlich genauso angefangen. Ich bin hier eingereist. Die japanische Behörde hat behauptet, ich bin hier illegal. Ich würde hier illegal Tiere verkaufen. Das wäre nicht erlaubt. Und hat mich erstmal 24 Stunden ins Gefängnis geschmissen. Ich habe natürlich alles vorbelegen können, beweisen können, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Natürlich artenschutzrechtlich alles richtig. Zollrechtlich alles richtig, war alles aschtrein. Hintergrund war ganz einfach, mich hat hier ein Mitbewerber angeschwärzt, hat mir den ganzen Mist hier eingebrockt und hat mich wirklich 24 Stunden hinter japanische Gardinen gebracht. Und so hat mein Japan-Trip angefangen, wollte ich euch hier mal zeigen. Dann hat sich zum Glück alles geklärt, die haben mich gehen lassen, haben sich mehr oder weniger entschuldigt und es konnte weitergehen mit meinem Trip. War aber wirklich eine saublöde Erfahrung. Oh, hier haben wir Chukwalas. So interessant ist hier, hier wird ja immer gegrüßt und begrüßt, also die rufen ja immer sowas, das ist so nach dem Motto, man ist ja immer herzlich willkommen. Hier haben wir Henry Lawsoni und Maliensis, denke ich, und Akandinura. Hier geht es wieder mit den Säugern weiter. Irgend so ein großes Äffchen, Totenkopfäffchen vielleicht oder sowas. Was man auch viel sieht, sind diese, ich glaube, Gennets sind Wüstenfüchse. Die sieht man wirklich auch in jedem Zoogeschäft oder hier auf der Messe. Und selbst sowas wie ein ganz normaler Karnickel ist hier vertreten. Der Karnickel kostet allerdings gleich mal 200 Euro. Wieso auch immer. Wird es jetzt sicherlich auch ein paar Insider geben hier von Reptil TV, die wissen genau, wieso der 200 kostet. Wahrscheinlich, weil er so Angora-Fell hat, keine Ahnung. Aber hier die 298.000, das sind ungefähr 200 Euro.
Ach, und was ganz super ist hier, diese kleinen Minischweinchen, wobei die gibt es bei uns natürlich auch. Problem ist ja nur, dass sie nicht so mini bleiben, aber die sind natürlich schon allerliebst, meiner Meinung nach, so von der Optik her. Und hier drüber wieder der Nager. Und das Schwänzchen geht. Also wenn es wie beim Hund ist, Schwanzwedeln ist wohlfühlen, dann fühlen die sich wohl, die zwei hier. Und wie gesagt, die Wasserschildkröten, die nehmen hier ganze Verkaufsstände ein. Hier jetzt recht schön gemacht, ähnlich wie bei uns hier Einzelhaltung angesagt. Die Leopardgeckos, nach wie vor auch populär hier in Japan. Pogona-Ecke hier. Vogelspinnen hat es auch ein bisschen. Die häutet sich gerade. Hier haben wir wohl sowas wie Böhmi. Ich hoffe, es ist eine Böhmi. Hier haben wir ein paar große Europäer drin. Also abgesehen natürlich von der Geochelone hier. Und sonst ist das hier die Europäer-Ecke. Hier ein schöner Stenosaurus, würde ich sagen. Ja, und die Japaner stehen natürlich auf ihre Pets. In der Film? Ja, also hier die Badagamen, die werden hier so rumgetragen. Hier die Dame hat ihr, das sind wirklich absolute Pets und Haustiere von denen. Also das, was wir hier so sehen, das sehe ich hier. Jede Minute sieht man so jemand rumlaufen. Schon allein die ganze Ausrüstung, was die dafür haben, das gibt es bei uns gar nicht. Regato. Hier haben wir wieder eine oberwitzige Sache, sagen wir mal so. Hier diese zwei Eulen auf dem Kinderwagen. Also Kinderwagen ist relativ. In dem Kinderwagen liegt natürlich nicht ein Kind, sondern da sitzt das Hundchen und auch das Hundchen ist hübsch gekleidet. Oh, sorry. Dem weht. Er will nicht herschauen. Jetzt guckt er her, der Hübsche. Ja, also hier wirklich die Eulen und der Hund und das Ganze auf vier Rädern. Und ich wiederhole mich, aber das ist hier keine Ausnahme, das ist hier wirklich, das ist hier fast normal, zumindest hier auf der Messe. Ne? Auf der Straße sieht man es natürlich wenig, aber hier auf der Messe laufen echt viele so rum. Hier haben wir ein paar schöne Schmucksachen, ne? Also da natürlich auch Themen passend. Ameisen, Käfer, Schlange natürlich. Schön ausgestellt. Wird auch in Handarbeit aus dem Silber produziert. Hier die Skorpione. Hier Schlangenschädel. Hier der Pogona-Kopf, der gefällt mir recht gut.
Schön gemacht. Und hier der nette junge Mann mit dem Zopf, das ist der Silberschmied, der das alles produziert hier. Hier seht ihr jetzt die Vogelkinderstube. Ja, also hier mit Wärmelampe. Und da sind sie, die frisch geschlüpften Raubvögel. Über allem wacht die Mama. Den Stand hier kennen wir ja schon aus früheren Jahren. Da sitzen sie, die Vögel, auf der Stange. Kann sein, dass das hier die alte Bekannte ist von der Folge vor einem Jahr, die ich auf dem Arm hatte. Weiß ich nicht mehr genau. Zumindest macht sie so, wie wenn sie mich nicht kennt. Sie dreht den Kopf weg. So, hier haben wir das nächste Pet. Ein hübscher grüner Leguan, das Ganze in Rot. Im klassischen japanischen Kimono. Und hier das Mädel mit Tribal im Dekolleté. Das Beste an dem Tier, der gehört hier in die Tasche. Also hier ist sein Zuhause. Ja, hier das edle Täschchen. Da geht er rein, der Kollege. Da kann er mitgenommen werden. Ja, die moderne Japanerin von heute mit ihrem Handtäschchen und drin der grüne Leguan. Ich denke, da fallen wahrscheinlich einige Männer in Ohnmacht, wenn die ihr Täschchen aufmacht. Hier sind so Weichschildkröten ausgestellt. Also um die Größe, müssen wir die Größe vergleichen, wenn er hier so einen Mensch anguckt. Also die haben einen Durchmesser von rund 1 Meter, die Tiere hier. Jedes Jahr sind ja irgendwelche Attraktionen hier, ne? Die letzten Jahre war es ja mal der Mississippi Albino Alligator, den ich mitgebracht habe. Und dieses Jahr sind es hier die Weichschildkröten. Hier haben wir die Fotoecke da drüben. Da wird gepostet mit den kleinen Mississippi-Alligatoren. Da stehen die Leute Schlange, um sich mit denen knipsen zu lassen. Witzigerweise haben sie selbst den kleinen Scheißern hier haben sie das Maul zugebunden. So, ich kämpfe mich jetzt mal durch zu der Futtertierabteilung. Hier sind die, zumindest dem Geruch nach würde ich sagen, hier sind die Futtertiere. Irgendwelche Riesenmeerschweinchen hier. Und hier kommen wieder die Primatenabteilung. Und hier wieder die Futtertiere. Hier so eine kleine Ginsterkatze, denke ich, würde es sein. Genetta. Flaschenaufzucht.
hat man früher auch Stadthauskatzen gehalten. Also die sind gar nicht so, ich sag mal, so exotisch. Also bevor die Hauskatzen bei uns eingebürgert waren, hat man die Genets als Hauskatzen gehalten. Die hier sind wieder weniger geeignet als Hauskatze. Schon wieder eine Nummer größer. Und hier, auch die sind als Haustier, denke ich, eher ungeeignet. Aber die hier, die sind schon toll. Hier eine große Mata-Mata, mit Filter sogar. Ich halte mal meinen Fuß daneben, um die Größe zu sehen. Also ordentlicher Brocken hier. Wir haben viel gesehen, viel erlebt in Japan. Interessante Menschen gesehen hier, interessante Tiere gesehen. Also bleibt mir treu und checkt die japanischen Balls. No? Check my balls. Super. So, gerade sind wir noch am Üben. Das kann noch ein bisschen dauern. Das Mädel spricht halt überhaupt kein Englisch. Deswegen dauert es gleich ein bisschen. Push the subtitle button. For English subtitle. For English subtitle. Push the subtitle button. Eh? No. Say, check my balls. Check my balls. Say, no. check my balls. Check my balls. Check my balls. Check my balls. One more. No. Check my balls.